Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Laplace-Transformation, und zwar ein Beispiel. Die Grundlagen dazu sind bereits abgedreht und findet ihr in der Infobox verlinkt oder in der Playlist eben zu Signale und Systeme. Heute soll es nur um ein Beispiel der Laplace-Transformation gehen. Vielleicht kurz vorab, was das ist. Also wenn wir eine Funktion haben, die eben im Zeitlichen stattfindet, also wir sie im Zeitraum betrachten, dann können wir diese auch transformieren in den Frequenzraum. Das wäre dann die Fourier-Transformation. Oder eben wird häufiger bei Systemen gemacht in den komplexen Frequenzraum, also wenn man statt in die Frequenz zu transformieren, eben in J-Omega, also J2PF, transformiert, was ja in der Laplace-Transformation eben auch der Term ist, der in der E-Funktion oben steht. Sprich, wir wollen uns jetzt mal eine zeitliche Funktion anschauen und diese eben in den Laplace-Raum transformieren. Dafür verwenden wir eben die Funktion, die jetzt hier zum Beispiel mal als Aufgabenstellung gegeben ist, also y von t ist 2 Drittel minus 1 Fünftel e hoch 2 t minus 7 Fünfzehntel e hoch minus 3 t mal die Sprungfunktion Sigma von t. Und als Formelsammlung habe ich noch aufgeschrieben, wie man eben so eine rechnerische Laplace-Transformation durchführt. Da hat man eben das Laplace-Signal, also das transformierte Signal, ist eben das zeitliche Signal mal e hoch minus 2t, integriert von minus unendlich bis unendlich über die Zeit dt. Und wenn wir das Ganze machen, dann können wir also hier relativ einfach aufschreiben, das Groß Y von s ist nichts anderes als minus unendlich bis unendlich und dann eben unsere zeitliche Funktion, das ist also 2 Drittel minus 1 Fünftel mal e hoch 2t minus 7 Fünfzehntel e hoch minus 3t und dann eben mal Sigma von t mal e hoch minus st dt. Also es war jetzt nichts anderes, als aufzuschreiben, welche Regeln hier eben gelten. Und was wir schon sagen können, ist, diese Sigma-Funktion ist ja im Endeffekt nichts anderes als 0 für alle Werte minus unendlich bis 0. Das heißt, alle Werte, die hier von minus unendlich bis 0 gehen, sind auf jeden Fall 0. Deshalb die Funktion würde unendlich werden. Das ist hier aber ausgeschlossen, weil wir eben E-Funktionen haben. Die werden nur im unendlichen oder minus unendlichen 0. Das heißt, wir können das Ganze schon mal so umschreiben, dass wir eben diesen Teil hier rauskürzen und diese Grenze hier zu 0 setzen können. Und dann haben wir einfach E-Funktionen, die mit einer E-Funktion multipliziert werden. Dann können wir also die Gesetze für E-Funktionen anwenden. Und um das Ganze leichter zu machen, hier sind ja Minusse und nochmal ein Minus drin. Das heißt, wir können die Integrale auseinanderziehen. Und das endet dann eben darin, dass wir zum Beispiel als erste Funktion haben 2 Drittel. Das können wir vorziehen. 0 bis unendlich. Und dann eben e hoch minus st dt. Dann kommt das nächste Integral, das ist eben minus 1 Fünftel. Und das können wir auch schon hier hinschreiben, minus 1 Fünftel von 0 bis unendlich. Und dann eben e hoch 2t mal e hoch minus st ist nichts anderes als e hoch 2t minus st dt. Und dann nochmal minus 7 Fünfzehntel, minus 7 Fünfzehntel. Und dann eben e hoch minus 3t, also das Integral wieder von 0 bis unendlich. Und e hoch minus 3t mal e hoch minus st dt ist eben auch e hoch minus 3t minus st dt. Und damit haben wir das Ganze uns schon vereinfacht, denn drei einfache, kleinere, leichtere Integrale ist immer empfehlenswert. Und dann können wir das Ganze auch schon ausrechnen und kommen dann eben auf unsere Laplace-Transformation. Relativ einfach ist ja, wenn wir das einsetzen, die E-Funktion integriert ist nichts anderes als die E-Funktion. Das heißt, wir haben wieder 2 Drittel und dann eben 1 durch e hoch minus, 1 durch minus s kommt ja bei der Funktion runter, weil das s ist im Endeffekt jetzt hier der Parameter des Integrals. Also haben wir nichts anderes als minus 1 durch s e hoch minus st von 0 bis unendlich. Das gleiche mit dem nächsten, da haben wir minus 1 Fünftel. Und jetzt kommt wieder der Teil, der davor steht, raus. In dem Fall haben wir jetzt hier nichts anderes als t und t. Das heißt, wir können auch das t vorklammern und haben dann 2 minus s mal t. Das gleiche auch hier an der Stelle. Hier haben wir minus 3 minus s. Also im Endeffekt diesen Teil hier. 3 plus s mit einem Minus vorgeklammert mal t. Und das können wir dann auch eben aufschreiben. Hier kommt wieder 1 durch s runter. Also hier in dem Fall kommt jetzt 2 minus s runter. Das heißt, wir haben 1 durch 2 minus s mal e hoch minus 2 minus s mal t von 0 bis unendlich. Und dann noch das letzte Integral, das ist eben minus 7 Fünfzehntel. Und da kommt jetzt eben runter minus 3 plus s. Also 1 geteilt durch minus 3 plus s.
Da kommen noch die Integralklammern drum und wieder das Integral. Und hier müssen wir noch eine Klammer drum setzen. Mal e hoch minus 3 plus s mal t von 0 bis unendlich. Und dann ist das Ganze nur noch ganz einfach zu lösen, weil wir müssen ja im Endeffekt für t nur noch unendliche 0 einsetzen. Und dann kommen wir auf unsere Laplace-Transformierte. Sprich, wir kommen hier im Endeffekt raus, dass wir, wenn wir unendlich einsetzen für t, dann kommt hier einmal 0 raus, weil das Integral e hoch minus unendlich wird ja zu 0. Und einmal kommt hier eben eine 0 rein, dann wird dieser Teil zu 1. Das heißt, wir haben nichts anderes als 2 Drittel multipliziert mit 0 minus und dann minus 1 durch s, also plus 1 durch s mal e hoch 0, also plus 1 multipliziert mit 1. Also haben wir 2 Drittel mal 0 plus 1 durch s hier stehen. Im nächsten Fall kommt minus 1 Fünftel und dann beginnt das gleiche Spiel von vorne. Hier haben wir 1 durch 2 minus s, das können wir schon vorklammern, 2 minus s und dann das Integral einsetzen. Wenn wir hier unendlich einsetzen, haben wir hier wieder e hoch minus unendlich, das ist 0 und dann eben 0 hier noch drin stehen, das ist also e hoch 0, das ist 1, also minus 1 und dann haben wir noch den letzten Teil, minus 7 Fünfzehntel. Auch hier können wir wieder vorklammern, das 1 durch minus 3 plus s, das können wir direkt das Minus hier reinziehen von den beiden und dann 1 durch 3 plus s und dann können wir auch hier wieder die unendlich einsetzen, auch hier gilt wieder e hoch minus unendlich ist 0 und dann eben die 0 einsetzen, e hoch 0 ist 1, also minus 1 und dann kommen wir schlussendlich eben dabei raus, dass unsere finale Übertragungsfunktion, die Laplace-Funktion, relativ simpel eben 2 durch 3 s ist, 2 durch 3 s, also das ist im Endeffekt der Teil, minus und mal minus 1 ist im Endeffekt plus, also plus 1 Fünftel mal 1 durch 2 minus s, 2 minus s und dann eben hier kommt noch eine Minus rein, also minus 7 Fünfzehntel mal 1 durch 3 plus s. Und damit haben wir unsere Laplace-Transformierte berechnet. Man könnte das Ganze jetzt noch ausmultiplizieren, indem man eben alles auf einen Nenner bringt und auf einen Nenner bringt und dann eben den Zähler ergänzt. Aber das ist im Endeffekt auch schon die Laplace-Transformierte und wir sehen da zum Beispiel schon, okay, da ist ein 1 durch s drin, ist also nichts anderes als ein Integral, macht auch Sinn, weil wir haben ja gesehen, das Ganze ist nichts anderes als ein Integral. Also die klassischen Systemteile finden wir in dieser Übertragungsfunktion auch relativ schnell wieder. Dementsprechend Laplace-Transformierte berechnen, gar nichts Schweres, einfach nur dieses Integral zu lösen, wobei eben durch dieses e hoch minus s mal t und die Grenzen von unendlich und minus unendlich das Ganze sich sehr schnell auflöst. Weil man eben ja ein Integral mit e hoch minus st, was man gegen unendlich, gegen 0 oder minus unendlich laufen lässt, immer schnell durch 0 oder 1 ersetzen kann. Und damit wird diese Rechnung relativ leicht. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, die natürlich gerne in die Infobox. Es gibt auch weitere Videos zu dem Thema nochmal verlinkt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.